Wir haben lange daran gearbeitet, genau Regeln dafür zu schaffen. Wir versuchen natürlich auch selber, wir von Transparency International, besonders integren Lobbyismus zu machen. Dazu gehören, dass man bestimmte Verhaltensregeln hat, dass man keine teuren Geschenke verteilt, dass man Leute nicht zu Reisen einlädt. Für uns gehört auch dazu, dass wir zum Beispiel alle unsere Positionen, alle unsere Treffen mit politischen Entscheidungsträgern öffentlich machen. Jeder kann das auf unserer Webseite einsehen. Und wir haben natürlich auch eine Politik zu Interessenkonflikten und was den ganzen Personalbereich angeht, dass wenn wir Leute einstellen, die vielleicht schon mal in den EU-Institutionen gearbeitet haben oder wenn unsere Leute in die Politik gehen wollen, dass es dafür Regeln gibt, dass keine Interessenkonflikte aufstehen. Komplette Transparenz bekommen wir nicht hin. Wir können nicht jeden Politiker fragen, ständig eine GoPro um den Hals zu tragen und alles zu filmen. Und ich glaube, da will auch keiner hin. Es geht nicht darum, alles sichtbar zu machen. Es geht darum, ein Mindestmaß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Und das ist eine Grenze, die sich ständig neu findet. Vor 150 Jahren haben wir im britischen Parlament noch gesagt, es kann überhaupt nicht sein, dass Plenarsitzungen des Parlaments öffentlich sind. Heute würden die Leute sagen, das können wir überhaupt nicht machen. Auf der anderen Seite haben wir im Europäischen Parlament die Ausschusssitzungen, sind alle öffentlich, jeder kann sich das im Webstreaming angucken. Soweit sind wir in Deutschland zum Beispiel noch nicht. Da kann ich keine Ausschusssitzung nachverfolgen oder überhaupt sehen, wie die Abgeordneten abgestimmt haben. Das ist also eine Balance, die sich ständig neu finden muss. Wir glauben, dass im Zeitalter digitaler Medien und des Internets durchaus ein bisschen mehr Transparenz gut wäre, aber niemand sagt, dass wir gläserne Toilettentüren haben wollen.